Ja, wenn nicht schlecht, also man merkt schon den Unterschied, dass es vor dem Sommer oder während dem Sommer auf jeden Fall viel billiger war wie jetzt. Das ist Gießkannenprinzip. Da haben alle was davon und es fördert überhaupt nicht, dass man vielleicht mal weniger fährt und sich überlegt, ob man das Auto nehmen muss und auch bei einer Neuanschaffung, welches Auto kaufe ich. Von daher halte ich Tankrabatt für keine gute Idee. Die Regierung muss was überlegen, wirklich uns zu unterstützen, weil mit solchen Preisen kommen wir nicht weiter. Also wenn es wirklich so weitergeht, eskaliert die ganze Wirtschaft und so weiter. Ich kann das jetzt nicht abschätzen, ob die Bundesregierung das nochmal finanzieren kann. Ich denke nicht, dass das nochmal der Fall sein wird. Das ist absolut völlig sinnlos. Also das war mit der Gießkanne ausgeschüttet und ich glaube, die Leute, wo es... Also ich hätte den Tankrabatt nicht braucht, weil ich das Auto nicht brauche. Also ich bin da nicht... Ich denke, dass das keine gute Aktion war. Irgendwie was anderes machen, den Dieselpreis irgendwie deckeln, dass er gleich gar nicht so hoch geht, aber Tankrabatt für einfach so wegschmeißen, finde ich nicht gut.